So, das wird eine lange Aufnahme. BVB gegen 1860. Willkommen hier im Signal Iduna Park. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen und ich bin sicher, uns steht hier heute eine interessante Partie ins Haus. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Kann er was draus machen? So, klasse Pass. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller, das war richtig gefährlich. Er holt sich vorne den Ball. Und die Möglichkeit. Die Führung, der Ball ist drin. Sie sind hier der Außenseite, aber nur auf dem Papier. Klasse, wie die spielen. Aber wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Ballverlust Dortmund. Jadon Sancho. Jetzt Marco Reus. Brandt. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Ja. Verkehrt drückt. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Und Witzel. Das die richtige Entscheidung war. Warum? Für was passt sie denn dann? Und nun Witzel. Jadon Sancho. Ja, war klar. Genau wieder eine Scheißstelle. Haben wir erst die dritte Minute. Das könnte was werden jetzt. Jetzt ist der Platz da. Und da klingelt im Kasten. Jadon Sancho. Da ist Sancho. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Brandt. Reus. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Tor. Jawohl. Das ist doch meine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Hier ist noch alles drin. Daniel Wein. Mölders. Sie suchen die Lücke. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Lex. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Mölders. Da zieht er ab. Den hält er super. Na, ist super gehalten. Vielleicht kann es doch noch 2-2 machen. Da rettet er für den Keeper. Das könnte die Gelegenheit geben. Ganz spannende Szene. Oh nein, oder? Was für eine Szene. Da kommt die Ecke.
Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Der Gegner war dran. War klar, dass es eine Ecke gibt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und nochmal Eckball. Ja. Muss geben. Ecke kommt ins Zentrum. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Ja, sauber, jetzt kriege ich viel Eckstoß. Oh nein, oder? Ich bin mit diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Jetzt war ich so gut vierig rennt. Und dann kannst du den kaum besser machen. Alter, ich war so weit vierig rennt. Brandt. Jetzt Marco Reus. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Das sieht vielversprechend aus. Chance zur Flanke jetzt. Und das gibt schon wieder Ecke. Der Ball kommt rein. Dieser Kopfball geht drüber. Keine echte Gefahr. Lex. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ah, das war halbherzig, dieser Zweikampf. Emre Can. Jetzt habe ich auf B-Trupp verlassen, blöde. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Mölders. Philipp Steinhardt. Ich schwitze. Jetzt 1-2 steht's mir. Kann gut aufholen. Ganz geduldig machen Sie das hier. Lassen den Ball schön laufen. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Brandt. Marco Reus. Rafael Guerrero. Reus. Könnte der Ausgleich sein? Ja! Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheiden, ist hier einfach, dass wir den Button setzen. Schwarz, schauen nur zu. Und es rennt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2-2 passiert. Wird das eine klare Angelegenheit für Dortmund heute? Sollte man zumindest meinen, Wolf. Trotzdem ist es wichtig, konzentriert zu agieren, sonst kann es hier eine Überraschung geben. Sie lassen den Ball gut laufen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Und er geht nochmal so rein, obwohl er schon... Das war kein Problem für Sie. Er hält den Freistoß sicher. Ballgewinn, gefährliche Position. Ja. Zu früh gestartet. Es geht abseits. Dortmund verliert den Ball. Und nun Witzel. Die Chance auf den Konter. Guerrero. Wo ist jetzt? Jadon Sancho. Guter Zweikampf. So fix, weil ich geschwitzt habe. Oh Mann, ist das spannend. Es steht 2-2. Alter, und das bei der Legende. Mölders. Da kommt der Pass. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der BVB jetzt am Ball. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an.
Und das fuck, das war zu wenig Power. Hummels hat gelb, den wechselt man direkt aus. Nehmen wir einen Süle. Mölders. Der Süle rennt vierte mit Seimers. Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Guter Pass. Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus 11 Metern. Nein! 11 Meter! Das könnte dieses Spiels gewesen sein. Fuck! Er macht das Tor! Guter Elfer! Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Er versenkt den Strafstoß in den Winkel. Da kann sie nicht machen. Und damit liegt der BVB jetzt hier zurück. Fuck, warum rollt er denn weg? Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Könnte jetzt was werden. Ja, geht gut dazwischen. Jadon Sancho. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Und Reus. Nein! Aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Schön dazwischen gegangen. Sie erobern den Ballbesitz. Klasse Einsatz. Jetzt ist er vorbei. Schlecht verteidigt. Da hat er die Chance. Kein Tor. Und sie ärgern sich. Denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, in der 22. Minute. Wir können nur auf den Führung gehen. Gerne mitgenommen. Manuel Akanji. Ball von Dortmund. Da lässt er den Gegner aussteigen. Ganz alleine. Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Das ist die Möglichkeit. Guerrero. Jadon Sancho. Jetzt Marco Reuser Ball. Er pfeift sich zurück. Es gibt Abseits. Sie geben den Ball ab. Fuck. Mölders. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Nein, ich glaube, der Ball ist ein Tick zu weit. Ja. Guerrero. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Das macht er sehr gut. Vielleicht die Konterchance. Fuck, der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Lex. Schöne Aktion. Er kann es machen. Da oh, Latten! Ich brauche einen Erling Haaland wieder. Der darf die Fährte machen. In die Ecke kommt. Ganz souverän hier vom Torhüter. Müssen wir mal ein bisschen durch den Anlauf hier. Manuel Akanji. So, was machen Sie draus? Gute Chance für eine Flanke. Nun Witzel. Emre Can.
Reus, was macht er daraus? Fuck, warum? Nein! Ball ist erstmal raus, super Parade. Nein! Und Ballverlust. Wir müssen in die Führung gehen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ja. Klar, gibt Einwurf. Jetzt ist es gefährlich. Vorne jetzt die Balleroberung. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht, kein Foul. Axel Witzel jetzt. Reus vielleicht mit einer Idee. Oh, ich schwitze aber auch so blöd. Oh, ich schwitze aber auch so blöd. Fenster mal, ich schwitze denn hier. Jetzt Sau. Sie haben den Ball. Daniel Wein. Mölders. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Schöner Spielaufbau. Da ist er alleine durch. Ja. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Oh, Marco Reus. Mölders. Gefährlich jetzt. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Witzel. Jetzt Marco Reus. Jadon Sancho. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Philipp Steinhardt. Sie verlieren den Ball. Marco Reus. Super Pass jetzt. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Manuel Akanji, Guerrero, Jadon Sancho, Brandt, Emre Can. Ganz wichtig, da muss er hin. Tja, Buschi, sind wir ehrlich, das ist hier bislang alles andere als eine Glanzleistung in dieser ersten Hälfte. Wie ist deine Einschätzung? Die Dortmunder machen zu wenig, sind zu passiv, sehen wir immer wieder und dann kommt so was. Gefährliche Szene. Gute Aktion vom Torhüter. Wird Ecke geben. Ah, die Ecken, jetzt können da wir kommt die Ecke. Lassen. Den Ball hat er gut geholt. Da ist die Chance. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Er versucht mit der Grätsche, das ist natürlich gefährlich. Den Schuss kann er blocken. Gut auch. Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Stürmers. Schön richtig erkannt, Wolf. Wer kommt denn? Und sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Den Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ja, das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. Der Ball ist draußen. Da kam das Zuspiel nicht an. Sauber vorbeigetrennt hier.
Emre Can. Und Reus. Ballverlust Marco Reus. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Mölders. Der Pass kommt nicht an, Süle macht das gut. Mölders! Da lässt er den Gegner aussteigen. Das ist jetzt seine Chance. Was für eine Parade von Roman Bürki, da setzt er sich durch. Es gibt die gelbe Karte, in meinen Augen völlig zu Recht. Bin ich bei dir, Wolf, so darf er da niemals hingehen. Gibt auch noch Freistoß aus einer richtig guten Position. Guter Kopfball, aber kein Tor. Der Ball geht haarscharf drüber, da war viel Pech dabei. Jadon Sancho. Guerrero. Dortmund. Sie fix, fang doch mal. Jetzt können sie vielleicht kontern. Klasse Aktion. Mölders. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Guerrero. Jadon Sancho. Jetzt Marco Reus. Jadon Sancho. Guerrero. Und abgepfiffen, da war Reus im Abseits. Jadon Sancho. Jadon Sancho mit der Flanke. Schade, Ball ist weg. Mölders. Guter Vorstoß da jetzt. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Süle. Guerrero. Da ist Reus. Ist abseits. Mein Gott, na, bloß weil er da etwas, du Hansgelenkiger. Mein Gott, na ehrlich. Mölders. Was ist das Schöne für ein Schiri, ehrlich? Den spielt er steil. Ja. Der ist drin. War klar, der lässt das fürs Hexko schon wieder zu. War mir klar. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Muss Ecke geben. Kommt jetzt die Flanke? Emre Can. Brandt. Gelegenheit für den BVB. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ja! Super Tor. Mit dem Volley ist er dann zur Stelle. Da zeigt er wieder, was er drauf hat. Besser geht's nicht. Besser geht's einfach nicht. Exzellent, er nimmt Maß und dieser Volley ist ein Traum. Besser geht's nochmal nicht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Bam! Besser geht's nicht. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Den Treffer gönne ich Ihnen. Sie machen hier, was Sie können und Sie werden jetzt auch mal belohnt. Ja, auch wenn es insgesamt natürlich nicht so aussieht, als könnten Sie noch was mitnehmen. Der Treffer tut gut. Sie
müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Jetzt vielleicht. Ja, eindeutig. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizienter. Jetzt pfeif ab. Ja, war klar, dass der Beide Preis. Teams geben Vollgas. Aber ich war schon wieder Führer. Jetzt schon wieder kassiert. Brands. Es riecht nach Quebec. Sie brauchen... 3 zu 7. Alle warten im Signal Iduna Park auf die zweite Hälfte. Es kann weitergehen. Schirmt den Ball da super ab. Ja, schön, der Grätsche ausgewichen. Weiter geht's. Ah, er kann klären. Marco Reus. Brand ist das jetzt? Jadon Sancho. Jadon Sancho. Witzel. Guter Zweikampf. Da ist die Fahne oben, Reus im Abseits. Stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ja, 3 Tore reichen eigentlich. Was für ein Tor! Mein Gott, bin ich der Gegner gegen. Strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Brandt. Wo ist jetzt? Auch in dieser Szene ist er ganz sicher ein gutes Tackling. Nur Witzel. Rafael Guerrero. Gefährlich jetzt. Und Tor! Der war unhaltbar. Einfach sehr gut platziert. 4. Vier Tore haben wir dann. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner. Reinweise, dann macht er das aus der Halbdistanz mit jeder Menge Schnitt. Der Ball dreht sich ins Tor. Alles richtig gemacht. Ein Spiel für die Fans, ohne Frage. Viele Tore von beiden Teams. Das ist echt unterhaltsam hier. Ist hier immer noch gut durchgesetzt. Gefährlich. Der Ball ist drin. Jetzt fällt mal 5. Nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus, aber vielleicht liegt es auch daran, wie er sich da durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Ja. Das sieht vielversprechend aus. Setzt sich da schön durch. Vorne jetzt die Balleroberung. Ah, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Das war jetzt ein Torgewinn, das war das 5. Gewinn. Ma, ist doch wahnsinnig. Und Reus. Jadon Sancho. Jetzt Julian Brandt. Wichtig, dass er sich den Ball holt.
Oh Mann. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Boah, wow, ich hab so gute Möglichkeiten, wie so gut bei Legende. Mölders. Oh, das könnte was werden. Der muss da drin sein. Sie ah, jetzt bin ich selber. Oh, jetzt glaube ich, bin ich selber drei Gruppen. Oh, Scheiße. Jawohl. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Ja. Jetzt gibt's Rot. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist mein guter Spieler weg, WGM. Und da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Guerrero. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Jadon Sancho. Brandt. Könnte den Konter geben. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Ja, das sieht gut aus. Guerrero. Emre Can. Ekpal. Ja, Dariasso. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Und jetzt ist der Ball geklärt. Jadon Sancho. Da passt der Ball. Oh nein! Und das gibt schon wieder Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Der Vorstoß. Gute Chance. Ah, oh, der war wirklich gut drin. Aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Von Bürki. Er geht in den Strafraum. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Piszczek. Ein super Technik, das macht er wirklich gut heute. Jetzt ist es gefährlich. Ah, da wäre jetzt Platz. Ja, war mir klar. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon. Muss ich Paris Saint-Germain mal spielen? Ich glaube, wenn die gegen 60 spielen, verlieren die 60 Minuten. Wir liegen ganz klar vorne. Schöne Aktion. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingerechnet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Ecke kommt in den 16er. Muss Abschluss geben. Da oben, der vorne den Ball. Da ist ja alles offen. Ja. Volles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht.
So, nochmal die Wiederholung, die Szene. Jetzt der Trainer, der wollte garantiert noch häufiger sein. Was für ein Ballverlust. Da geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Emre Can. Guter Einsatz, er hat den Ball. Ein super Trick und der klappt auch noch. Oh, da ist er durch. Ziemlich unkontrollierter Einsatz hier. Er ist einfach der Beste. Das sind jetzt gar meine Tricks, das ist brutal. Eine Weltklasseleistung. Ganz starkes Spiel. Wir bekommen von beiden Mannschaften einiges geboten. Das macht Spaß, dabei zu sein. Ja, das sieht gut aus. Aber wenn sie da mal... Oh. Verteidigt er den Ballbesitz. Da ist er alleine durch. So, jetzt haben sie die Überzahl genutzt und machen das Tor. Du musst das dann einfach konsequent ausspielen. Dann bekommst du deine Chancen, so wie hier. Ein Spiel für die Fans, ohne Frage. Ich dachte, dass der Spieler mal Lauf hat, aber also... Echt unterhaltsam hier. Tolles Zuspiel. Der Ballspieler Lutz. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Das ist scheiße für BVB. Und das... Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe. Verdient. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler nochmal pushen. Oh, da geht er vorbei. Sie nutzen die Überzahl. Ja, die haben ja auch Platz und den können sie eben nutzen. Klasse Spiel heute. In der Offensive geben beide Teams Vollgas. Es war faul! Was soll der Scheiß? Jetzt könnte es gefährlich werden. Gefährliche Szene. Oh, das ist gefährlich, wie er hier reingeht. Den hält er völlig unkontrolliert. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Ecke kommt in die Mitte. Klasse vom Torwart, er pariert diesen Kopfball. Nächste Chance, noch eine Ecke. Der Ball kommt rein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Kann er was draus machen? Da kommt er raus und hält den Ball. Zweikampf jetzt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Pisscheck. Emre Can. Mein Gott! Und damit sind sie am Ball. Alter, ich glaube, man spielt echt scheiße, ehrlich. Schöner Pass. Ja, war mir klar. Sie machen das Tor! Das war mir klar, dass das könnt. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Sie machen Druck auf ihn und so geht der Ball raus. Jetzt ist er durch. Ein fantastischer Treffer. Sie liegen deutlich vor. Ja, jetzt hat er das geschossen. Erklären auf Kosten dieses Einwurfs.
Da passt der Gegner auf, aber der Eindruck muss auch anders kommen. Wird das eine Torchance? Und jetzt gibt's Ecke. Jetzt der Vorstoß. Chance zur Flanke jetzt. Was? Warum holst du den Ball nicht kurz? Der Dirken einmal. Vielleicht der Halt doch den Ball einmal. Der soll den Ball doch einmal halten. Kann er da wegkriegen. Defensiv machen sie es gut. Ja, definitiv gleich sie was fahren. Dortmund bekommt den Freistoß. Jetzt Meunier. Mein Gott, warum schießt der Arschloch nicht? Hey, der macht jetzt dann immer noch besser, dann haben wir Rennen 4 wieder gesenkt, die Sau. Da verlieren sie den Ball. Alter! Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Oh, das könnte was werden. Was für eine Parade von Roman Bürki, da setzt er sich durch. Ecke in die Mitte. Da können sie klären. Daniel Wein. Da hat er die Chance. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Ganz starkes Spiel. Wir bekommen von beiden Mannschaften einiges geboten. Das macht Spaß, dabei zu sein. Freistoß für Dortmund. Die Gelegenheit. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Ich muss sagen, wie überzeugend Sie hier generell Ihr Passspiel aufziehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, kann man wohl sagen. Eine wahre Freude zuzuschauen. Alle ständig in Bewegung. Gute Chance. Kein Tor. Da blocken Sie den Ball gerade noch ab. Vorgepfiffen, Freistoß für die Borussia. Meunier. Brandt ist das jetzt. Weiter Julian Brandt. Stark gemacht. Stark gemacht. In die Ecke kommt. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Witzel. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Tabuschi, es sieht nach einer herben Niederlage aus. Wie ist deine Einschätzung? Wir gehen dem Schlusspfiff entgegen, Wolf, und Dortmund kann den vermutlich gar nicht mehr abwarten. Was für eine bittere Niederlage. Die wollen nur noch weg hier. Und auch die Fans, ja. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Er sieht die gelbe Karte und das Foul auch noch an einer nicht ungefährlichen Stelle. Und für Freistöße haben sie hier kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Könnte den Konter geben. Der Konter wird abgefangen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gute Aktion. Schüler holt sich diesen Pass.
Zweikampf jetzt. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Das könnte die Chance werden. Das ist jetzt seine Chance. Bürki bleibt Sieger im 1 gegen 1. Was für eine Parade. Vielleicht die Konterchance. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Brandt, was machen Sie draus? Er hat ja den dritten mal müssen. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Er ist frei, da kann was draus werden. Was für eine Parade von Roman Bürki, da setzt er sich durch. Es gibt Gelb und einen gefährlichen Freistoß. Oh ja, da könnte was draus werden. Ist eine gute Position. Jetzt die Ecke. Könnte jetzt was werden. Weiter Gefahr nach Bürkis Abwehr. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen wir mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Jetzt ist Platz für den Konter. Emre Can. Am Ball Julian Brandt. Jadon Sancho. Die Gelegenheit für die Flanke. Mein Gott! Und jetzt wird es Einwurf geben. Das ist eh schon vorbei. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Ah, da wäre jetzt Platz. Das muss es sein. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Jetzt Meunier. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Ich schieß doch eh schon. Und dann schlaft er davon. Ich schieß doch eh schon, dann schlaft er davon. Ballverlust Dortmund. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Sie kommen über den Flügel. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Abgewehrt vom Torwart. Was machst du? Da geht er gut in den Zweikampf. Das macht er richtig gut. Sieht vielversprechend aus. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jadon Sancho. Da ist Witzel. Ganz energisch. Jetzt könnte er flanken. Julian Brandt. Klasse Flanke. Die Chance jetzt. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Jetzt kommt die Ecke. Super Parade. Den Kopfball hält er. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Jadon Sancho. Dortmund verliert den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Was ja. Tor! Das ist eh schon vorbei. Ganz starkes Spiel. Wir bekommen von beiden Mannschaften einiges geboten. Das macht Spaß, dabei zu sein.
Könnte jetzt was werden. Geht jetzt in die Mitte.